Jetzt möchte ich das erste Tai Chi Buch vorstellen. Ich zeige noch mal meinen Flyer. Da sind auf der Außenseite sechs Titel genannt, drei Textfotohefte und drei Bücher. Aber es geht jetzt zunächst mal um die fünf Bücher des Daos, die auf der Innenseite dargestellt wird. Und wir fangen ganz links an mit dem Titel hier unten auf der linken Seite. Es gibt da drei helle Titel in rot-gelb Farben und diese drei Bücher gehören zusammen. Sie haben alle denselben Haupttitel, Tai Chi Chuan und Qigong. Und der Untertitel ist unterschiedlich. Meditation in Bewegung als Übungs- und Lebensweg. Von der Welle getragen. Das ist eine Metapher, die auch im Daoismus verwendet wird. Das Wasser symbolisiert das Qi, die Lebenskraft. Dies ist ein Buch für Einsteiger und Übende aller Stilrichtungen. Also das ist nicht auf einen Stil festgelegt. Das trifft auf alle drei Bücher, alle drei Tai Chi Bücher, die zu der Buchreihe Die fünf Bücher des Dao gehören, zu. Denn diese Bücher sind keine Übungsbücher, wie ich in der Gesamtvorstellung schon gesagt habe, sondern es sind Bücher, die versuchen, Tai Chi tiefergehend zu beschreiben, so dass wir ein gutes und tiefes Verständnis hier im Westen erhalten von diesem Übungsweg des Tai Chi Chuan und Qigong, der ja aus China ursprünglich kommt. Ich schaue mal in den Inhalt. In der Einleitung habe ich einen eigenen Erfahrungsbericht beschrieben, wie es zu der Wahrnehmung einer kräftigen Energiewelle im Üben selbst kam. Das ist, wie gesagt, die Einführung. Dann schreibe ich selber etwas zu meiner Motivation, warum ich vertiefend Tai Chi für mich geübt, praktiziert habe. Dann gibt es eine allgemeine weitere Einführung zur Tai Chi Stille in Bewegung, wie Tai Chi in den Westen kam, wie es sich hier verbreitet hat und auf was vielleicht zu achten ist, wenn ich Tai Chi für mich als Übungsweg praktiziere. Dann gibt es einen Abschnitt, der den Hintergrund des Daoismus beschreibt. Die Übungswege des Tai Chi und Qigong sind aus dem Daoismus heraus entstanden. Daoismus und Buddhismus haben sich in China sehr gegenseitig befruchtet. Auch der Konfuzianismus, alle drei großen Religionen, sind immer wieder miteinander im Austausch gewesen, aber der Daoismus hat die Übungswege des Tai Chi Chuan und des Qigong hervorgebracht. Häufig wird Tai Chi auch mit Musik geübt, insbesondere auch in den Parks in China. Wenn man zuschaut, wird Tai Chi häufig dort mit chinesischer Musik praktiziert. Die ist für westliche Ohren oft gewöhnungsbedürftig. Traditionell ist es jedoch so, dass Tai Chi in Stille praktiziert wird, also nicht mit Musik, damit man sich ganz auf die eigene Praxis und auf die Wahrnehmung des Atems vielleicht konzentrieren kann, wie sich die Bewegung mit dem Atem verbindet. Das setzt allerdings schon ein vertieftes Praktizieren voraus. Hier geht es, wie gesagt, um eine Einführung. Also der Daoismus als Hintergrund wird beschrieben,
Dann, wann macht es Sinn, Tai Chi mit Musik zu üben? Welche Musik sollte ich dann auswählen? Oder lasse ich Musik beim Üben vielleicht lieber ganz weg? Diese Frage wird behandelt. Dann geht es um das Feinstoffliche im Tai Chi, das, was man Qi oder Lebensenergie nennt. Was ist darunter zu verstehen? Und das wird beleuchtet auch vor dem östlichen Hintergrund, aber auch vor dem westlichen Hintergrund. Dann gibt es eine Beschreibung der sogenannten äußeren Welten des Tai Chi Chuan. Das sind die Haltungs- und Bewegungsprinzipien, an denen ich beurteilen kann oder sehen kann, ob jemand eine Tai Chi-Form im Sinne dieser Prinzipien gut ausführt. Ich kann die Figuren und Formen vor dem Hintergrund der Prinzipien reflektieren. Das nenne ich auch die äußere Welt, weil das von außen sichtbar ist, wie jemand die Form ausführt. Die inneren Welten werden dann beschrieben. Das sind die inneren Wahrnehmungen, die beim Üben auftauchen. Da geht es nicht nur um das Qi, sondern auch um die Körperempfindungen. Es geht auch um die Gefühle, die auftauchen und sich mit dem Qi, den Körperempfindungen auch verbinden können. Und es geht auch um tiefe innere spirituelle oder mystische Erfahrungen, die beim Üben des Tai Chis auftauchen können, wo der Übende sich eins fühlt mit sich und der Welt, der Umwelt und der Natur. Dann geht es nochmal in einem letzten und vorletzten Abschnitt um den Daoismus im Westen. Wie kann man die Übungswege Tai Chi und Qigong vor dem daoistischen Hintergrund hier im Westen am besten praktizieren und verstehen? Und es geht vor allen Dingen im letzten Abschnitt nochmal um die Wirkungen des Tai Chi, um die geistig-seelischen, körperlichen, gesundheitlichen Wirkungen, die Wirkung der Entspannung und auch um die Ästhetik der Bewegungen. Nach Planck wird, wie gesagt, die Bewegungserfahrung, die ich am Anfang beschreibe, in der Einleitung nochmal reflektiert. Was hat so eine Beschreibung zu bedeuten? Ich zitiere Sie mal gerade hier aus dem Text, zitiere mich sozusagen selber und lese mal einen Abschnitt, einen zentralen Abschnitt zu der Erfahrung einer Energiewelle im Üben vor. Und nun erfuhr ich, wie sich diese Energiewelle tatsächlich anfühlt. Sie hatte eine solche Kraft, dass ich in der nun immer stärker einsetzenden Dämmerung Mühe hatte, die Energie in den Füßen zu konzentrieren. Die Welle trug mich weiter von Figur zu Figur. Ich strömte breit von außerhalb des Körpers in mich ein, verdichtete und sammelte sich in den Beinen und Füßen, bewegte sich völlig ohne mein Zutun über Kreuz durch die Figuren. Es war fast wie ein berauschendes Gefühl von Leichtigkeit und Kraft. Ich hatte die deutliche Wahrnehmung, dass diese Energie nichts mit mir zu tun hat. Sie war weit mehr, als ich es bin und drang doch in mich ein und nahm mich mit, trug mich mit durch die Figuren. Diese Wahrnehmung hielt so den größten Teil des letzten Drittels der langen Tai Chi-Form an. Zeigt nochmal den Titel. Dieser Titel hat hinten auch ein Glossar zu den chinesischen Begriffen und ein relativ umfangreiches Literaturverzeichnis, auf das ich mich beziehe, das ich als Hintergrund für dieses Buch auch durchforstet habe. Und dass man auch
als weiterführende Literaturhinweise sehen kann. Dankeschön fürs Zuhören. Jetzt zeige ich noch eine kleine Übung zum Abschluss. Bitte mal nach unten schauen. Wir stehen im Parallelstand, etwa in Hüftbreite, und drehen dann jeweils die Füße abwechselnd um 90 Grad im rechten Winkel aus. Achten darauf, dass Rumpf und Kopf gerade aufgerichtet sind, wir nicht nach vorne oder hinten oder nach links und nach rechts kippen. Kopf ist aufgerichtet zum Scheitelpunkt und wir sinken in das belastete Bein rein. Dadurch entsteht der Bewegungsimpuls in die andere Richtung. Senken, 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 senken. Und mit dem Senken entsteht ein kleines Aufrichten und der Wechsel in die andere Richtung. Die Arme machen keine eigenständige Bewegung. Sie pendeln nur mit der Drehung des Rumpfes mit. Anfangs kann man die Bewegung etwas schneller machen, zum Lockern, zum Entspannen und sie dann nach und nach langsamer und meditativer und bewusster werden lassen. Der ganzen Aufmerksamkeit in die Bewegung, in das Drehen und Schwingen reinspüren. Dann beendet man die Übung wieder im Parallelstand, legt die Hände aufs untere Tantien, sammelt Energie im Bauchzentrum, verweilt so einen Augenblick und schließt die Übung dann ab. Danke fürs Mitmachen und bis zur nächsten Buchvorstellung.